Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omikron. Ich war DSD Steve und... Ah, das war Retro. Es wird Zeit, die Mischli zu klatschen. Willkommen, Galaxia, to my humble abode. I trust you had no trouble in getting here. Normally I do not battle trainers who have not proven themselves to me by defeating hundreds of trainers. However, you have defeated Zeus. To me, defeating the leader of a terrorist group is as good as beating 1,000 trainers. So bring it on, Galaxia. I'm ready to fight you. Er hat wohl seinen Key gefunden. 6 Pokémon. Gibt's so wenige Arena? Oh, ein Doppelkampf. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Und vor allem sind 2 extrem nervige Pokémon auf der Level 60. Oh Mann. So, ihr müsst jetzt ja gar nicht machen, da bringe ich da Raptor um. Ah, das geht auf alle, ne? Mhm. Mach einfach mal ein Signal Beam auf Lipumentas. Und er macht mal Return auf Lipumentas. Das ist ein Geist. Nein, der ist Psychoboden. Ja, du hast recht. Sorry. Ich will nicht, dass der boomt. Weißt du? Wie bin ich jetzt auf Geist gekommen? Naja, er sieht ein bisschen aus wie ein Geist. Das ist nicht gut. Das macht nicht so viel Schaden. Das auch nicht. Ah, egal. Und er hat Leftovers? Dann machen wir jetzt Signal Beam. Und wir nehmen Close Combat oder? Dann Close Combat auf Metagross. Ist die Frage, welcher Zug dafür verschwunden ist. Das ist nicht viel Schaden, aber habe ich mit gerechnet. Starb ist halt tot, ne? Okay. Hol mal Victini. Ich denke auch. Ja, Victini ist, glaube ich, ganz gut. Und dann Flambo auf Metang. Das sieht so ein bisschen Gen 2-mäßig aus, der von hinten, ne? Ist es nicht Gen 1, dazu ist es so detailliert? Ja. Aber. So. Der macht Shadow Ball. Ich dachte Flamethrower. Ja, Metagross. Ich hatte gerade kurzzeitig nicht mehr dran gedacht, an die Schwäche. Gothy Tail. Weil in der 6. Gen hat er doch wieder eine Geistschwäche. Ja. Die hab ich gerade im Kopf gehabt. Ja, dann wieder Signalbeam auf die Olle und Flamethrower auf ihn. Ja. Denk mal, Metagross-Zug hat er noch. So, das war ja doof. Das war gerade das zweite Fullestor, ne? Ich denke mal, 2 wird er haben. Also bei dem Pokémon, bei dem er heilt, den Zug verwendet er auch immer. Denselben, genau, nochmal. So. Wenn er jetzt wieder, er kann ja nur eine Full, also wenn er 2 Full Restores einsetzt, dann. Ne. Wir sollten einfach beide töten. Ich denke, er hat jetzt auch keine mehr. Das würde mich wundern. Okay, das Vieh. Da ist schon mit der Ross weg. Das ist gut. Und Level 1. Genau. Angriff plus 4, schön. Ach, der ist man ja speziell. Also speziell. Aber er ist ja Mix-Typ. Und dann das kannst du Shadow Ball machen, ja. Ja. Versuchen wir mal den Typen da wegzumachen. Den guten Reuniklus. Oh oh. Ja, Skyrantula war tot. Und Victini auch. Oh, aber Reuniklus ebenfalls. Richtig, er trifft alle. Nur leider geht Victini wahrscheinlich drauf. Müssen wir wohl 2 neue Pokémon holen. Holen wir mal Sidra King und Bisamon. Ist Bisamon nicht so ziemlich sehr schlecht, aber wobei, da kannst du das Claydol sinnvoll angreifen.
Eine Kazam müssen wir direkt wegklatschen mit Staraptor. Staraptor ist tot. Ja, du hast recht. Ja, Entschuldigung. Lucario. Dann, nee, dann hätte ich gesagt, Bisa, dann können wir diesen Surfer machen. Aber Simsa hat eine schlechte physische Verteidigung. Ja. So, Drachenpuls. Auf. Mach lieber Brian oder Waterfall. Machen wir Brian auf. Nee, Moment. Was? Oh nein, er hat einen mega Simsala. Und warum darf ich gerade keinen Angriff auswählen mit Lucario? Das ist ein. Okay, hat dazwischen das irgendwie gemacht. Das ist ja seltsam. Das war jetzt echt komisch. Muss Sword Dance machen. Dann, ja. Fokusstoß, geht natürlich daneben. Oh, zum Glück. Das ist nicht gut. Ja, das ist gut. Das könnte sogar reichen, um Anakazam zu töten. Mhm. Oh, ein Crit. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass Lucario nicht so viel Schaden abbekommt. Das ist sehr effektiv. Ja, doof. Dann kannst du jetzt wenigstens Surfer machen. Das ist gerade richtig schlecht, ja. Ich weiß. Ich hoffe, dass du noch ein Top-Beleber, ne? Das ist gerade richtig schlecht. Was ruhig hat hier hin. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Er macht einen Surfer. Ja. Mhm. Und mit ihm heilen wir mal Sidra. Ich habe keinen Tränke gekauft. Also wie gesagt, mein Tipp wäre halt Top-Beleber auf Dingsbums gewesen, Staraptor. Ich auch ein normales Revive. Okay. Dann muss man Staraptor wieder. Ja, und da ist Bisamon tot. Ja, das kann man halt nicht überleben, ne? Oh, das ist doch fies. Wir müssen ihn jetzt echt zuerst reinbringen? Das ist doch im normalen Pokémon nicht so. Da wird dann erst die Angriffe ausgeführt und danach holt man noch rein, oder? Weiß ich nicht. Ja, klasse. Jetzt bringen wir ihn um. Ja. Oh, das ist jetzt echt überflüssig, was wir jetzt verlieren. Tschüss, Staraptor. Das war noch ein Top-Beleber. Ja, zumindest haben wir den mit umgebracht. Das heißt, von dem kommt kein Angriff. Das ist auch schon sein letztes Pokémon dann noch, ne? Mhm. Das ist schlecht. Nein, das spielt es auch noch so mit einem Heißorb. Oh Gott. Ist das gut? Ja, ich spiele das selbst turniermäßig so. Also ich habe das so in Kompetitivform auch. Also ich wäre trotzdem dafür irgendwie, oder? Oh Gott, das heißt, das Ganze mit Psyban. Das heißt, er hat dann auf Psyban. Das heißt? Damit überträgt er die Verbrennung auf uns rüber. Ja. Außerdem wird er seine Werte boosten. Seine physische und spezielle Verteidigung. Ja, ich denke, du hast trotzdem keine andere Wahl, oder? Du musst irgendwas machen, ne? Okay, dümmer Top Revive. Die Frage ist, auf wen? Max Revive. Die Frage ist. Victini wäre ebenfalls noch eine Möglichkeit. So, nehmen wir es. Ist Victini schneller als Staraptor? Nein. Nehmen wir Staraptor. LOL? LOL? Das war praktisch. Also, das ist auf keinen Fall so unnormal. Nein. Das war jetzt, keine Ahnung. Return auf ihn? Mach einfach. Wenn du überlebst, Staraptor. Das hätte mich echt gewundert, wenn wir es überlebt hätten. Komm schon mal näher, irgendwie 150 Base oder sowas. Jetzt ist ein bisschen die Frage. Einfach surf und stirb. Ich möchte was wissen, wie viel wir mit einem Full Restore. Ob wir es eigentlich überleben würden. Kann er das nicht einfach missen? Wir haben noch genau diese zwei Versuche jetzt.
Ich hätte eigentlich jetzt einmal Revive noch auf irgendwas, aber. Okay, sehr gut. Genau. Ja, jetzt fängt ihr damit an. Ich denke mal, du musst trotzdem Surfer machen, damit das Elixam stirbt. So. Surfer. Ja. So, jetzt bitte. Genau. Was? Ja, weil er sich geboostet hat. Ach so. Dieser Move macht 20 plus 20 für jeden Boost. Also jetzt 60, weil er sich schon zweimal geboostet hat. Ja, das ist doch doof. Hat er uns platt gemacht. Wow. Planänderung. Wir cutten mal kurz. Ja, wir haben High Items gekauft. Immerhin. Und da haben wir auch noch Ether. Und... Ja, wie wollen wir denn starten? Auch hier mit Galvantula? Da sind wir uns einig, ne? Ja. Und dann dazu vielleicht Luca. Nee, das ist ein Lepoment, das gleich am Anfang, ne? Das kann man nicht wir mit können ja mit Zielrecken und Bisamon starten. Dann kannst du direkt das mit Surfer machen. Und wir wollen noch. Petal Dance. Wir wollen noch mit Galvantula was machen am Anfang. Ach ja, stimmt. Tatsächlich tendiere ich deswegen eher zu Bisamon plus Galvantula. So. Ja, wir wollen jetzt das Ganze ein bisschen taktischer angehen hier. Wir wollen mit Klebernetz arbeiten. Das ist korrekt. Das ist, glaube ich, der einzige taktische Move, den wir besitzen. Ich stelle mir vor, ich hätte nicht die 5 Level, die 4 bis 5 Level auf meine Pokémon draufgepackt. Hättest du es wahrscheinlich spätestens jetzt machen müssen. Ja. Ja, wenn wir jetzt um die 52, 53, das könnte man vergessen. So. Aber immerhin, die Arena-Leiter haben wir nicht mehr drauf als die Trainer. Ja. Ich würde Petal Dance auf den Lepomentas machen. Bisamon ist doch sowieso nach einem Angriff tot. Wie konnte man das gerade nicht auslegen, das Klebenetz? Weil am Punkt mit Hä? Ich habe es auch nicht so wirklich verstanden. Das hast du ihm auf jeden Fall Schaden gemacht. Oh, der kann Eisstrahl. Aber das ist nicht besser als eine Psycho-Attacke. Ich bin gerade irritiert. Machen wir mal Signal Beam. Na, auf Ding. Jedes versucht, Claydol zu töten, aber na gut. Ja, das heißt, jetzt haben wir kein Klebenetz draußen, ne? Sehr schlecht. Sonst kommt Citra King. Oder er hat es irgendwie falsch eingestellt. Weil man konnte sich nicht aussuchen, auf was er Petal Dance macht, sondern es geht auf irgendwas drauf. Ja. Gegner. Surfer. Ja, und Fight. Oder Back. Dann. Das ist natürlich hervorragend, dass wir sozusagen seine Verwirrung durch Back umgehen können. Nenn uns nochmal einen Revive. Auf Galvantula. Auf Galvantula. So, denn wenn Lepomentas weg ist. Da kann ich nicht Lepomentas. Ja, genau. Dann können wir ja vielleicht noch Klebenetz auslegen. Das Problem ist halt, wenn wir nicht schneller als Simsala sind, haben wir ein Problem. Ja, Bisamon tot. Hol mal Victini. Victini. Die Frage ist natürlich, wer wenn jetzt seine Full Restore macht auf Metagross. Hat er noch eine, ne? Mhm. Oh, Stealth Rock. Ah, dann machen wir jetzt. Surfer darf ich jetzt nicht mehr machen? Ja, da musst du Brian machen wahrscheinlich oder Waterfall. Rein und. Flamethrower. Wir haben es nur auf. Ja, auf Metagross. Das ist in Ordnung, der stirbt Claydol. Und ja. Metagross verliert die Hälfte. Sehr schön, sind wir den los. Das ist gut. Ich weiß nicht, das ist so ein Pokémon, das will man. Im Moment, das ist einfach nur nervig. Ja, aus dem Ingame will man es irgendwie auch mal nicht spielen irgendwie. Das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ganz komisch mit dem Vieh. Das ist einfach nur hässlich. Ja. So,
Drachenpuls. Auf den. Und wieder Flamethrower auf Metacross. Genau. Oh, nee, Reflektorsphäre. Ich würde gerade sagen, Barriere oder Lichtschild oder was auch immer, das wäre schlimmer gewesen. Ich glaube Lichtschild. Lichtschild wäre schlimm. So, auch der weg. Wen bekommen wir denn jetzt? Ah, die Tante. Ist egal. Ja, das war wirklich super effektiv. Und der hat einen Live-Orb. Oh. Impuls und mach mal einen Shadow Ball. Jo. Super, wir sind schneller. Top. Super, er ist weg. Das ist richtig, richtig gut. Das Leben ist jetzt, kommt wahrscheinlich aber schon Alakazam. Ja. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Waterfall auf den. Ich finde es irgendwie lustig, dass sie sich irgendwie so zwischendurch sich verwandelt werden. Ja, das ist ja irgendwie verbuggt mit den Doppelkämpfen oder nicht richtig eingestellt. Und jetzt, wenn jetzt jemand wie ihn ein ist, ne? Mach mal Shadow Ball auch auf Alakazam. Genau. Ah, es ist viel zu spät. Holen wir uns Staraptor. Genau. Ansonsten zur allergrößten Not muss ich einfach nur Lucario und noch zwei Level trainieren. Wow, haben die Staff Rocks wie abgezogen, holy shit. Ja, natürlich. Die sind ja auch gut. Wie viel Schaden machen die? Oh, ich kann die nicht genau die Wette leider nicht nennen. Oh, Donnerblitz, das ist ganz übel. Irgendwie läuft der Kampf gerade schlechter. Ja. Los, Lucario. Das hat wesentlich weniger Schaden gemacht. Das hängt damit ab mit der Gesteinsschwäche. Ach so, oh Gott. Und dann, deswegen ist das auch Glurak, glaube ich, 50% HP oder so. Das ist richtig krass, wenn du einen Glurak oder einen Fiaro in Steine reinwechselst. Deswegen musst du auch, wenn du so ein Pokémon schmiedst, immer einen Spinner im Team haben. Nochmal Waterfall. Und Rockslide. No. Falls wir es überleben. Nee. Wow, das ist echt schlimm. Deswegen meine ich ja, wir sollten gleich unsere Statuswerte boosten. Ja, aber wie wollen wir das vernünftig im Doppelkampf machen? Ja, wie? Ah, okay, er ist tot. Dann können wir es sogar noch irgendwie schaffen. Dann können wir es noch schaffen, ja. Dann kommt dein letztes Pokémon. Genau, Symphonara. Und er brennt, oder auch nicht? Er brennt jetzt erst gleich, sozusagen. Genau, ja, jetzt brennt er. Das ist nämlich die einzige Chance, es noch zu verhindern, dass er brennt. Er hat nämlich eine Fähigkeit, dass er keinen Schaden bekommt, wenn er verbrannt ist. Also wenn er eine Statusveränderung hat. Also er bekommt durch Verbrennung und Gift keinen Schaden. Ein Doppelleber auf irgendwas, oder? Genau, dachte ich mir auch. Ja, was ist das Sinnvollste, dass wir uns wiederholen können? Max Revive. Auf. Ja, schon Staraptor, oder? Staraptor oder Victini wahrscheinlich. Ich sag das halt, dass die Gegner Donnerblitz oder sowas können, ist wesentlich wahrscheinlicher, als dass die Victini. Na gut, Shadow Ball, ne? Ja, Shadow Ball. Das ist eigentlich alles doof, ja, aber ja. Staraptor ist, glaube ich, schneller. Wir müssen uns unbedingt mal unsere Init-Werte von unserem Pokémon anschauen, das müsste man echt mal wissen. Da machst du mit ihm hier Signal Beam auf die alte. Oder machst du Thunderbolt auf Sigilyph? Ja, stimmt. Oh, sehr gut. Psycho Shift. Was auch immer es war, es scheint sinnlos zu sein. Und Thunderbolt ist das auch nicht so sinnvoll. Okay, sehr gut. Nein, das ist immer. Die Frage ist jetzt, wer macht was? Tatsächlich, doch, ich habe eine Idee. Und zwar, wir nutzen Caesar Kings Zug, um einen Hypertrank auf Galvantula zu machen. Genau. Und nutzen jetzt Galvantula. Donnerblitz wieder. Um Thunderbolt auf den zu machen. Genau. Und dann steht ja nur noch Gothitelle und die stirbt er dann gleich. Genau.
Hab's auch noch geschafft. Krass, gut, dass wir da Simsala irgendwie getötet haben mit unserem physischen Angriff. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, ob jetzt. Oh, Draco-Meteor. Nur 5 AP und 90 Genauigkeit, okay, Schwachsinn. Irgendwie will ich einfach Drachenpuls nicht rauswerfen. Nee, das ist Quatsch. Also eigentlich bin ich mit ihm ganz zufrieden schon mit Cedar King. Yes. Ja. Oh Mann, ey, ich hab dir sogar noch gesagt, yes. No. Yes. Ich will eigentlich nur noch Kaskade loswerden. Okay, das ist in Ordnung. Jetzt würde ich einfach angreifen. Ich will jetzt aber safe spielen und heile nochmal Cedar King. So wie ärgerlich ist, hätte man das Max Revive nicht gebraucht. Ja, super, wer konnte denn das wissen? Außerdem schaffen wir es. Wir werden es auch schon so irgendwie durch das Spiel durchschaffen, ne? Ja. Man kann übrigens Ether und Top-Ether hier im Laden kaufen. Das muss man noch random zu erwähnen. Das ist fair. Ah, Quatsch, der Gegner tötet sich hier gerade selbst. Naja, schade um die Top-Belebung, aber wenn du willst, kannst du sie auskühlen nochmal einmal. Nein. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. My predictions were wrong. Wow, you're certainly an amazing trainer. Take this. Ja, den kinetischen Orden. With this you can use the move Rock Smash outside of battle. Take this too to help you in the future. Trick Room. Trick Room is a move that lets even the slowest Pokemon attack first. I would recommend using this against the Elite Four. They are very fast Pokemon. Best of luck in the future, Galaxia. I see very great things for you. Do not disappoint me. Okay, sehr schön. Also, wir bekommen demnächst Rock Smash. Ja, ich möchte mal noch rausgehen, nicht, dass wir jetzt irgendwie aufgehalten werden in einer Sequenz zum Pokémon Center. Aber es war auf jeden Fall ein interessanter Kampf, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Würde ich sagen, ich war euer DST Steve und. Ah, let's be retro. Wenn Sie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö.